Herzlich willkommen zum inoffiziellen Race Briefing zum Ironman Austria und damit auch herzlich willkommen zum Triathlon Podcast von Sweet Spot Training. Viel Spaß beim Zuhören an alle Starter und an alle Interessierten zum sonntägigen Rennspektakel. Ja, es ist wieder soweit. Es ist Race Week für den Kärnten Ironman in Klagenfurt. Austria Ironman, die größte Veranstaltung in Österreich. Mhm. Auf dem Niveau, also Langdistanz und Ironman. Genau. Und ja, wir machen wie alle Jahre wieder. Na, bist du deppert? Heute bist du gut drauf. Ein schöner Sprachfehler, unglaublich. Ja. Naja, weißt du, das ist. Es ist wie bei den Schützen. Halt, du brauchst ein Zielwasser. Ja, wir nehmen halt am Dienstag auf, wenn man bis am Dienstag, Mittwoch schon alle seine Worte verbraucht hat für die restliche Woche. Ich bin schon fertig. Fliegt morgen auf Urlaub, der ist schon ganz woanders. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Vorurlaublicher Stress. Aber wie auch immer. Ironman steht an. Wir nehmen das zum Anlass, ein internes Rave Briefing zu machen, ein inoffizielles. Und erheben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern das soll ja zusätzliche Information sein für das offizielle Race Briefing. Genau. Und ein paar Erfahrungswerte, wie immer, gibt es mit dazu. Mhm. Allen voran das ewige Thema, was gleich am Anfang immer behandelt wird. Wie wird das Wetter am Wochenende? Es wird warm. Es wird sehr warm. Ich lege mal einen Hunderter in den Wetttopf und sage, es gibt keinen Neoprenanzug am Sonntag. Also... ich habe Mitleid mit allen Verkäufern auf der Expo, die noch kurzfristig... Auch gar nicht. Die verkaufen mir meistens Speedsuits. Ah, stimmt. Also, das sind nur einmal 300-400er zusätzlich zum Neo. Also mit denen habe ich kein Mitleid. Ja. Nein, Zusatzverkauf, wichtig. Ja. Du warst das, oder? Ja. Letzten Endes auf jeden Fall. Es wird ein sehr warmes Wochenende. Wir haben es auch jetzt schon am vergangenen Wochenende beim Ironman Frankfurt gesehen, dass die Temperaturen doch gut sind. Ja, auf jeden Fall. Wenn man es, vielleicht eine kurze Anekdote zum vergangenen Wochenende, wenn man da gesehen hat, dass bei 24,3 Grad der Neoprenanzug erlaubt war, die Lach-Emojis auf der Facebook-Mitteilung, die suggerieren eh schon vieles, dass man sich immer fragt, wo wird das jetzt noch gemessen, dass sich das irgendwie ausgeht. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass da vielen Leuten dann Gefallen getan worden ist, weil knappe 24,5 Grad eigentlich wirklich keine Indikation mehr sind für einen Neoprenanzug. Und dieses eine Stunde oder doch noch länger in dem wirklich hart zu schwimmen, ist einfach mit einem Wasserverlust und Schweißverlust halt verbunden, der sich über den Tag dann doch sehr rächt. Also ich weiß, dass sich viele einen Neoprenanzug wünschen als quasi Schwimmhilfe, ob es das glaubt oder nicht. Bei der Temperatur ist es, glaube ich, keine besondere Hilfe. Das sind so mehr Kelomat-Verhältnisse. Das heißt, irgendwann geht das Überdruckventil auf und es kocht da raus. Es wird wirklich warm und das sage sogar ich bin echt empfindlich in Bezug auf kaltes Wasser, aber ab 24 Grad ist ein Neoprenanzug echt zu viel des Guten und dann eben auch leistungsmindernd. Man braucht da ganz schön viel mehr Energie und verliert zu Beginn bei der eigentlich kühlsten Disziplin auch schon Flüssigkeit, kann dann schon auch Auswirkungen haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz, unsere Prognose, meine auch, ist für das Wochenende, für Sonntag wieder mal ein Rennen ohne Neopren. Ja. Und ja. Wir haben doch das ist gar nicht oft passiert in Klagenfurt, oder? Ewig lang nicht. 2012 war sicher ein ohne Neorennen. 2019 war ohne. Ja. Da bin ich gestartet. Ja. Aber auch ohne. Und ich glaube, das waren die einzigen 2 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Aber sie haben erstaunlich oft im ersten Jahrzehnt des Bestehens immer eine Stelle gefunden, wo es gepasst hat. Du, ich kann es aus Veranstalter-Sicht ja sehr wohl auch nachvollziehen, dass das ein Sicherheitsgedanke ist, der da mitspielt. Ich glaube, keiner will da irgendwo dann wen unterhalb der Sprungschicht versuchen zu suchen. Wie auch immer, es gibt ein Reglement. Ich glaube, mit 24,5 Grad ist das eh schon sehr ausgereizt und sehr tolerant. Sei es drum. Wir haben jetzt auf jeden Fall gerade noch geschaut, es gibt online so einen hydrographischen Dienst aus Kärnten, wo es wirklich eine valide Messstation gibt, die in 1 Meter Tiefe ist. Und da ist im Pörtschach jetzt momentan die Wassertemperatur 25,8. Also da glaube ich nicht, dass sich das über Nacht ändert. Mal hinfahren. Und
Vor allem, es ist ja auch so, dass es diese Woche jetzt bis zum Renntag auch nicht abkühlt. Also die Chance, dass das mit Neo, mit Neo ist, ist verschwindend gering, würde ich jetzt einmal sagen. Es gibt nämlich, wenn wir das Wort Sicherheitsaspekt als Argument heranziehen, natürlich auch die Gefahr der Überhitzung, die ja auch nicht zu unterschätzen ist. Ja. Und ich denke, bei einer Schwimmweltmeisterschaft in Katar oder in einem der Golfstaaten im Open-Water-Bereich hat es ja mal einen Hitzetoten gegeben. Wäre bei der Masse an Leuten die Staaten auch nicht zu unterschätzen. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Es gibt ja vor allem immer den einen oder anderen tragischen Fall. Der nicht weiß, dass er was hat, bis was passiert. Ja. Und je mehr Leute starten, desto statistisch wahrscheinlicher ist es das, was passiert. Ja, ist auf jeden Fall richtig. Kommen wir trotzdem zu vielleicht ein paar motivierenderen Gedanken und kommen wir zum eigentlichen Race-Briefing. Sprechen wir vielleicht ein bisschen die Strecke durch. Wir haben doch auch viele deutsche Hörer, die vielleicht zum ersten Mal dort am Start sind. Was macht Klagenfurt so besonders? Das kristallklare Wasser des Wörthersees. Es klingt hier wie ein Werbeprospekt, aber für alle deutschen Hörerinnen und Hörer, Kärnten ist der schönste Teil eines Landes, das zur Gänze schöner ist als eures. Und der Wörthersee ist die Perle davon. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Es ist nichts für ungut. Wir bleiben hier auch bei den Fakten, oder? Jedenfalls ist es so, ich wechsle jetzt einfach mal ein bisschen das Thema. Es ist Postkartenwetter im Regelfall in Klagenfurt und das macht dieses Wochenende, an dem stattfindet, nämlich meistens halt zum österreichischen Schulschluss, Ferienbeginn. Ja, Sausiger, jetzt als Lehrer profitierst auch davon. Zwei Gründe, warum man Lehrer wird, Juli, August. Ja, ist es jetzt auf jeden Fall so, dass es im Normalfall mit einer Wettergarantie mehr oder weniger einhergeht. Also hin und wieder ist es dann so, dass es halt untertags dann einmal tröpfelt oder so, weil es einfach schon so warm ist, dass sich da halt irgendwo ein Gewitter oder so bildet. Aber generell ist es eigentlich... Ja, wirklich, das Regenrennen war es noch nie. Ich glaube, es war noch nie. 2019 gab es den Sturm. Warst du da dabei? Ja, ich war live dabei, leider. Ja, ich war schon drin. Ja, also ich bin gerade vom Rad abgestiegen, wie die Welt untergegangen ist. Und das war wirklich bissteppert. Mhm. Also das war schon ein Wahnsinn. Aber grundsätzlich war das Wochenende eigentlich auch schön und in der Früh der Start auch noch. Also es ist nicht so wie... Wenn man ein paar Kilometer weitergeht und nach Zell am See schaut, was wir da schon für Rennen erlebt haben, wo es den ganzen Tag nur geschüttet hat und so. Also da sind wir in Klagenfurt weiter. Oder geschneit. Oder was geschneit, auch immer, ja. Auf jeden Fall eine Besonderheit ist in Klagenfurt der Lendkanal. Also sprich, die letzten 800 Meter werden in einem kleinen Kanal zurückgeschwommen zum Schwimmausstieg. Was Klagenfurt auszeichnet, ist, dass das ganze Rennen eigentlich super kompakt ist, was die Wechselzonen angeht, was die Zuschauerwege angeht. Das ist halt wirklich eine super Geschichte. Also wenn man da jetzt auch vor allem den Vergleich Richtung Frankfurt sieht, wo die zwei Wechselzonen wirklich deutlich voneinander entfernt sind und dann eine auch sogar noch in der Innenstadt ist, punkto Erreichbarkeit und so weiter, das macht es alles ein bisschen schwieriger. Das ist in Klagenfurt ein riesen Pluspunkt und Sausi hat schon angesprochen, natürlich der Wörthersee, kristallklares Wasser. Das heißt, wenn man da mal unabsichtlich einen Schluck nimmt, ist das jetzt auch alles halb so tragisch. Ja, Trinkwasserqualität. Ganz und genau. Die meisten Amerikaner sind komplett begeistert, dass sie ihre eigene Hand beim Schwimmen sehen können. Ja. Also ohne jetzt andere Länder kleinreden zu wollen, es ist tatsächlich ein sehr schöner Flecken Erde. Ja, das stimmt, das ist wahr. Und das Riesenproblem, was sich ergibt beim Schwimmstart, besser gesagt beim Zurückschwimmen nach der zweiten Wendeboje, ist, dass man gegen die aufgehende Sonne schwimmt. Mhm. Da gibt es auch immer wieder Aha-Erlebnisse im negativen Sinne, dass man nämlich wirklich komplett die Orientierung verliert. Und das ist wirklich so ein Indikator, wo man sagt, da lohnt sich eine verspiegelte, polarisierte Brille. Als Trainer muss man immer ein bisschen lachen, wenn die Leute mit im Becken schwimmen, wo man sich fragt, wo der tiefere Sinn ist. Aber dort im Freiwasser gegen die Sonne ist es wirklich so, dass es massiv was bringt. Und wie bei jedem Rennen sucht euch im Vorfeld Fixpunkte, worauf ihr zuschwimmt, die nicht in der Wasserhöhe sind, sondern deutlich drüber. Da bietet es sich beim Schwimmen auf jeden Fall an, auf dem Pyramidenkugel zu schwimmen, bei der ersten Wendeboje drüben auf dieses Schloss. Das dann ist, hat man zumindest einmal die richtige Richtung. Genau, aber der steht wirklich gut und mittlerweile gibt es so viele Richtungsbojen, dass wenn man in der groben Richtung ist, dann auch weiterfindet. Wenn man dann nach der ersten Wendeboje geht es rüber Richtung dieses kleine Schloss, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber Maria Loretta ist das. Na, echt? Ja, sicher. Links rüber? Richtung Kanal. Na, ich meine eben. Also vorher noch. Ja, genau, ich meine nach der ersten Wendeboje. Ach so, ja. Das ist so ein kleines Schloss. Wenn es am Start seid und schwimmt, ihr werdet wissen, was ich meine. Und dann zurück, wie du sagst, Richtung Maria Loretta, das ist quasi dann der Eingang zum Lendkanal und im Kanal
braucht man ein besonderes Talent, wenn man sich verschwimmen will. Passiert selten. Gibt es aber auch coole Szenen, wo es gegen Pfeiler geht. Ja, und genau, gegen kleine Stege. Oder beim Schwimmausstieg einfach vorbei und weiter, weil der Kanal ist ja doch recht lang. Also es gibt alles. Ja. Anything is possible, sagt er immer. Ja, den Kanal und den Schwimmausstieg ist sowieso ratsam, sich das vorher einmal anzuschauen. Ja. Vielleicht sogar einmal abzuschwimmen. Das würde sich als Vor-Wettkampfschwimmen gut anbieten, ja, den Kanal zu machen. Da ist er auch schon gemäht. Der wird auch gemäht, bevor da die Menge drüber gelassen wird. Verspiegelte Brillen machen absolut Sinn, ja, weil da sieht man eben, da hilft der Anhaltspunkt Maria Loretto auch nichts, weil da ist genau die Sonne. Ja, ein bisschen auch natürlich an den anderen orientieren, zu viel nicht, weil es kann immer sein, dass die anderen auch falsch schwimmen. Ja. Also so eine Kombination aus allem. Und bei den Brillen würde ich eher zu neuen Brillen tendieren. Also immer vielleicht das gleiche Modell, aber neu. Das heißt, neu heißt auch noch immer, dass diese Anti-Beschlagsschutz noch halbwegs funktioniert, ja, und die Brillen dann zumindest weniger anlaufen. Und generell für Wettkämpfe ein paar neue Brillen nutzen. Ja, ja, ich meine, nur die Investition. Ich glaube, das Klagenfurt-Wochenende kostet optimistisch ein Tausender, ja, all in. Da bist du aber nur zwei Tage dort. Und ja. 29,90 für eine Zox, ja, Predator, ja, läuft. Ja, auf, ja, jeden Fall eine gute Investition. Und die verspiegeln die Brillen im Becken, ne, da gibt es schon einen Grund. Die schauen einfach cool aus. Ja. Entschuldigung. unterschätzt das Thema mit dem Lendkanal nicht. Also einerseits ist das natürlich super, weil sich dort wirklich eine massiv spürbare Sogwirkung entwickelt, außer ihr seid in der glücklichen Rolle, als Erster durchzuschwimmen. Wird wahrscheinlich nur einem da passieren. Jedenfalls ist es so, das Ding ist noch relativ lang. Ja, also wenn man da reinschwimmt, man hat das Gefühl, jetzt ist man gleich daheim, ja, und lässt dann irgendwie schon die ganze Rumpfspannung ein bisschen hängen. Das sind noch gute 800 Meter. Das ist noch eine gewisse Zeit. Das könnt ihr mal ausrechnen, wie lange dafür jeder braucht. Also da wirklich noch Spannung halten, Fokus halten und auch dort gescheit schwimmen, intelligent schwimmen. Ja. Schnelle Beine trotzdem suchen, auch wenn die Sogwirkung mitkommt. Also gerade wenn man mitten im Bulk ist, hat man da eh kaum noch eine Wahl. Aber wenn man unter den, ich sage jetzt einmal, ersten 10-15% der Schwimmer ist, kann man auch dort noch immer gescheit und intelligent ein paar Sekunden rausholen. Es, ja, ist wie so ein Treibnetz manchmal ab einem gewissen Zeitpunkt, dass da wirklich die sehr crowded ist, muss, ja, ich sagen. Ja. Ja. Ja, es gibt schon so nach Gausscher Verteilung einen richtigen Bauch. Ja, ich denke so bei einer Stunde 20 ungefähr, da ist, ja, dann wo wirklich viele Peak durchkommen, ja, ja, ist natürlich auch wieder ein bisschen entschärft durch den Rolling Start, ja, und trotzdem aber noch vorhanden. Ja, klar, schlau schwimmen zahlt sich immer aus und ganz vorn voraus wissen wir, glaube ich, auch schon, wer da sein wird diesmal. Ja. Der Lukas Wald startet wieder, ist jetzt in Frankfurt 46er Zeit ohne Neo geschwommen. Die Profis waren ohne Neo unterwegs. Das ist ans 13er Schnitt auf 100. Da gibt es wahrscheinlich wenige, die da mitkennen, ja, werden. Und der gute Herr kommt ja vom Schwimmen und vom, ja, Bahnenschwimmen, Olympiaschwimmer, ja, gewesen. Also ausgezeichneter Schwimmer, der, ich glaube, da wird schwer, dass das einer unserer Hörer da irgendwie vor ihm schafft. Also, aber falls doch, wäre cool. Genau, also jetzt ist es positiv, ihr habt die Sogwirkung. wir kommen dann zur Wechselzone. Ich würde sagen, also Klagenfurt ist schon mittlerweile natürlich auch durch Starterfeld. Letztes Jahr muss man immer aus der Statistik ein bisschen rausnehmen mit diesem Septemberrennen, wo vieles anders war von der Finishline, von den Starterzahlen, vom Datum her, da war alles anders, aber generell die letzten, ich glaube, 21 Jahre, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war es immer so, jetzt ist es garantiert durch die vielen Starter, dass die Wechselzone extrem groß ist, extrem lang ist. Also irgendwie mit einem 2-Minuten-Wechsel wird es nichts, vor allem bei der ersten Zone nicht. Man hat den Universitätsparkplatz mittlerweile komplett und, ja, da müssen halt auch ein paar Radeln drauf und es gibt ein riesen Wechselzelt und mittlerweile auch ein bisschen längere Wege zu dem Zelt und nachher auch wieder zum Rad. Lässt sich nicht vermeiden, aber wer mit einer Gesamtzeit spekuliert, da auf jeden Fall ein paar Minuten mehr anrechnen. Die Wechselzonen sind groß. Ja, man kann die Wege zur Wechselzone und weg von der Wechselzone, die länger sind, auch ganz gut nutzen. Man muss nicht alles picobello fertig im Wechselzelt adjustiert haben. Das kann man auch davor oder danach machen. Ja. Also Neo wird keiner sein, aber man kann
dann, wenn Speedsuit über dem Anzug drüber ist, den zumindest schon mal bis zu den Hüften runter schauen, was man mit Badehaube und Brille macht. Ist jetzt mit Speedsuit ein bisschen komplizierter. Da würde ich eher dazu raten, das auf der Birne zu lassen, ja, und das wirklich erst dann im Zelt runterzunehmen. Aber das Ganze schon vorbereiten, auch mental vorbereiten, was die nächsten Handgriffe sind, noch einmal in Erinnerung rufen auf dem Weg zum Wechselsackerl. Wo ist das Sackerl überhaupt? In welcher Reihe von den Ständern? Und was ist eigentlich mal Startnummer, wenn man die vergessen hat? Genau, das, diesen Weg gleich von beiden Seiten anschauen, weil ihr kommt sie nachher nämlich auch von der anderen Seite wieder retour. Da kann man überhaupt noch sagen, als kurzen Exkurs, in Österreich ist generell so vom Reglement her, dass nichts am Rad sein darf. Das heißt, ihr müsst alles in den Beuteln verstaut haben. Wir kommen vielleicht am Ende von dem kurzen Race-Briefing noch dazu, wie man vielleicht ein paar Empfehlungen, was die ein, zwei Tage davor angeht, die wir eh auch schon ähnlich im St. Pölten-Briefing besprochen haben, weil das ändert sich nicht großartig. Aber nur als ganz kurzer Exkurs, generell darf nichts am Rad sein, außer die Radschuhe, wenn sie eingeklickt sind. Und der Rest muss in den Wechselbeuteln sein. Ja, dann kommen wir eigentlich eh schon zum Radsplit. Ja, erste Runde. Es geht das sagt recht übrigens auch schon viel für diejenigen, die Klagenfurt schon mal gemacht haben. Es ist noch nicht lange her, seit es zwei Runden gibt, die sich unterscheiden. Ja. Mhm. Früher ist die heutige zweite Runde zweimal gefahren worden. Jetzt gibt es eine 90 Kilometer Schleife, die neu dazu gemacht worden ist, sodass es jetzt eine, eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine einmal 180 Kilometer Runde ist. Genau, wobei man eben nach der ersten Schleife, wenn man so dazu sagen mag, wieder in Klagenfurt vorbeikommt, wieder an der Wechselzone vorbeikommt, ja, und da ein paar Anfeuerungsrufe kriegt. Ja, die erste Runde, die erste Schleife startet relativ flott, ja, und flach. Dann auch so ein Schnellstraßenabschnitt, genau, und so. Dafür wird es dann in der zweiten Hälfte, vor allem der St. Veit, relativ unrhythmisch und auch holprig und technischer. Ja. Das heißt, Die ersten 45 Kilometer sollte man wirklich den Ball flach halten und einmal ins Rennen finden, weil beginnen tut es dann aus meiner Sicht erst richtig, dass man da wirklich angekommen ist, dass man sich wirklich bequem gemacht hat am Rad, ja, dass man schon gut verpflegt hat, weil auf dem im zweiten Viertel ist dann auch nicht immer möglich zu verpflegen, wann man möchte. Ich denke da so an Kopfsteinpflaster, Passagen und so Dinge. Auch wenn da die Labestation ist, dass man sich dann verpflegt, puh, ja, wird schwierig. Das heißt, man sollte sich da schon Gedanken machen, wo und wann das am sinnvollsten ist. Ja. Und dass das nicht passiert, dass man dann nach Grumpendorf Richtung Klagenfurt zurück draufkommt, boah, eigentlich war das jetzt schon ziemlich viel, sondern eigentlich fängt da das Rennen erst dann an. Also Stichwort Kopfsteinpflaster, St. Veit ist auf jeden Fall ein Thema, ist ein super Stimmungsnest, muss man wirklich sagen, das schlagt die früheren Ruperteberg-Geschichten um Welten, also es war wirklich, wie ich das letzte Mal gestartet bin, extrem cool dort, aber sie haben wirklich auf dem Kopfsteinpflaster in der Passage die Labstelle gehabt. Das ist schon, wenn mehrere Athleten rund um einen herum sind und Kopfsteinpflaster, Zeitfahrrad und dann auch noch eine Flasche greifen und gleichzeitig vielleicht auch noch austauschen mit der alten, ist ein koordinatives Highlight, wo es durchaus auch mal passieren kann, dass man vielleicht eine Flasche nicht greift, so wie du es gerade gesagt hast, und das, was halt auf der Langdistanz immer tödlich ist und leider gerade zu der Zeit dann wirklich kumuliert, ist, wenn man irgendwo ein Ernährungsloch hat und wenn man das halt da schon bei Kilometer 45 irgendwann aufreißt, wird der Tag noch sehr, sehr lang. Also da wirklich km/h rausnehmen, Tempo rausnehmen, so auf jeden Fall die Flasche mitnehmen, neu austauschen. Das ist wichtiger, als dass man da mit 3 km/h mehr durchs Kopfsteinpflaster kracht. Du hast das eh auch schon angesprochen. Ich finde die neue Strecke, vor allem eben die neue Schleife, ist hinten raus, also sprich so ab Kilometer, ich sag mal 60 bis 92, wirklich unrhythmisch, wirklich schwer. Ich finde es wesentlich schwerer als die alte Runde und dadurch auch langsamer, weil man einfach diese Dinge, die man auf der alten Runde halt sehr geschätzt hat, dass man viel geschenkt kriegt, kurz bergauf, lang bergab und so weiter, dass es eigentlich diese Dinge in der Form nicht mehr so gibt. Also auch für diejenigen, die vor der neuen Strecke dort mal gestartet sind und vielleicht mit irgendwelchen Zeiten spekulieren, aus meiner Sicht kann man auf jeden Fall 10 Minuten am Radsplit draufrechnen im Vergleich zur alten Strecke. Wenn man ein guter Radfahrer ist, vielleicht ein bisschen weniger, wenn man schlechter ist, auf jeden Fall mehr. Das kumuliert deutlich.
Und dann geht es eh schon auf die zweite Radrunde. Ja, ich würde mal, die, wenn man sich die Strecke noch anschauen möchte, in den Tagen davor, mit dem Auto versteht sich, dann würde ich diesen Teil empfehlen. Ja, ja. Also, dass man da wirklich von St. Veit weg Richtung Krumpendorf das einmal abfährt, damit man weiß, was auf einen zukommt. Teilschnellstraße, oder? Die S37. Das ist der ganz Anfang. Und dann hast du diese ewig lange Landstraße von St. Veit Richtung, ich glaube, Feldkirchen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also da ist noch easy, aber dann... Die ist eher zach, halt, also was Zeitfahren angeht, einfach Kopf runter, stimmt, und wirklich lang zach treten. Vor allem dort kann es ein bisschen windanfälliger sein. Aber dann kommt man ja darauf Richtung St. Peter und so. Da kommen dann eigentlich diese kurzen Stiche, die... Ja, die einfach hügelig machen. Ja, und die noch nicht wehtun dürfen. Ja. Und ja, dann auf die zweite Runde, gleich nach der quasi Wechselzonendurchfahrt auf die zweite Runde oder die zweite Schleife, gibt es dann die Selbstversorgerstation, wenn man Richtung Südufer abbiegt. Also für diejenigen, die sich selbst versorgen und dort das Sackerl abgeben, da zahlt es sich auch aus, langsamer zu werden, vielleicht sogar stehen zu bleiben, die 30 Sekunden zu riskieren, die Flaschen rauszunehmen aus dem Sackel und nicht im Fahren da herum, akrobatisch herumzaubern, vor allem wenn man es nicht kann, und dann vielleicht einen Sturz riskieren und was man nicht unterschätzen darf, dann auch andere vielleicht mitreißt oder mit in das ganze Szenario zieht. Muss nicht sein, die 30 Sekunden sind da gut investiert. Ja, genau. Dann kommt das gewohnt schnelle, dankbare Südufer, wo man eigentlich sagen muss, da verfliegen die Kilometer und man hat, der Wert, das ist ja relativ lang, also ich glaube, diese ganze Ufergeschichte sind so ungefähr 24 Kilometer, wenn man jetzt nicht alles täuscht. 24 Kilometer, die echt schnell vergehen, die kurzweilig sind, wo man mit einem hohen Speed fährt, bevor es dann eigentlich die ersten wirklichen Anstiege auf der zweiten Runde gibt, vor allem die zwei ganz großen, nämlich Farkassee und der letzten Endes dann der Ruperteberg. Beim Farkassee muss man sagen, ich finde den eigentlich sogar bissiger als in Ruperteberg. Der hat halt hinten raus dann wirklich ein dankbares Stück, wo es, wenn man vom Farkassee runterfährt und dann beim Bahnschranken links abbiegt, hat man, glaube ich, ein 6 Kilometer langes, geschmiertes, wie man so schön sagt, Bergabstück, wo man wirklich mit einem extrem hohen Tempo runterfahren kann. Und cool ist es, wenn man dort noch die Körner hat und die Kraft hat, dass man das Tempo auch mitnimmt. Also nur rollen lassen ist nicht unbedingt schnell, sondern da sollte man die Zielleistung auch noch realisieren können. Ja, vor allem dort ist halt wirklich praktisch, dass man sagen muss, selbst unsichere Radfahrer können dort am Aerolenker runterbolzen. Ja, und da kann man wirklich viel Tempo machen und gleichzeitig, wenn du da am Oberlenker fährst, hast halt ein Segel aufgestellt. Ja. Ja, dann kommt quasi eh schon unten dann die Wende unter der Straße durch und es geht wieder zurück Richtung Wörthersee, Richtung Rosseck, wo man quasi den Kreisverkehr dann zum zweiten Mal durchfährt und dann geht es eh schon rüber zum Ruperteberg. Ruperteberg sind im Prinzip zwei Anstiege, wenn man es genau nimmt, dazwischen ist ein kurzes Plateau. Ich finde, er ist sehr mythosbehaftet, er ist eigentlich kein dramatischer und auch nicht lang. Berg, auch nicht lang. Und ja, das kommt von der Zeit, also es noch drei Runden dran. Und der Ruperteberg der einzig lange Anstieg wirklich gewesen ist. Ich glaube auch, dass es insofern nach wie vor schon noch zum Problem werden kann, dass der Fokus so oft auf diesem Berg liegt, dass das, was danach kommt... Das Schwierige kommt danach, meiner Ansicht nach. Ja. Und danach ist es noch so wellig, du kannst extrem viel Tempo machen. Also es gibt da Musterbeispiele von Marino van Honacker oder auch Jan Frodeno und so weiter, die da wirklich noch extrem viel Zeit rausgefahren haben. Und gleichzeitig auf den Berg rauf gar nicht sie groß abgeschossen haben, weil der ist so kurz und die 30 Kilometer, die danach kommen, die gehen halt nicht nur bergab. Das vergisst man auch. Und wenn man dann wieder fährt, denkt man sich, boah, das ist noch eine Welle und noch eine Welle. Geschafft. Und wenn du die drücken kannst, dann machst du halt richtig Speed. Vor allem, weil es bei der letzten Abfahrt auf dieser großen Bundesstraße oft auch Gegenwind gibt am späteren Nachmittag. Und das ist alles andere als angenehm. Ja. Stichwort letzte, Abfahrt ist es ja quasi nicht, aber wenn man dann wirklich auf der, was ist denn das, die Klagenfurter Bundesstraße, die wirklich dann in die Stadt reingeht. Ja, und dann geht's die geht auch super geschmiert bergab. Auch da kann man auch extrem viel Tempo machen und extrem viel Tempo verlieren, weil das vergeht schnell, ist aber kilometertechnisch sicher auch noch, ich würde schätzen, 5 Kilometer auf jeden Fall. Ja, vor allem ist es, wenn man das besichtigt hat, mit vollem Verkehr, nicht zu vergleichen mit den Verhältnissen am Renntag. Da hat man wirklich freie Fahrt und kann echt Speed mitnehmen und noch treten, wenn man denn da noch die Kraft dazu hat. Das heißt, da kann man viel Zeit gut machen,
die man verlieren kann, ja, wenn man am Roberti-Berg oder an den anderen Stiegen einfach überpaced und überzockt und dann einfach keine Körner mehr hat. Also ihr seht bzw. hört, es ist grundsätzlich eine schnelle Strecke, die aber, finde ich, schon viel abverlangt. Also es ist eine sehr ganzheitliche Strecke, finde ich. Gerade bei den Speed-Passagen ist halt einfach eine tiefe Position und in Position bleiben, einfach das Um und Auf, dass man das Tempo mitnimmt. Da muss man sagen, diejenigen, die die Position halt 180 nicht halten können, sind gerade ab dem Thema Roberti-Berg mit den 30 Kilometern nachher, da kriegst halt wirklich die Minuten aufbrummt. Ich würde auf jeden Fall noch als Faustregel irgendwo dazu nehmen, ab dem Zeitpunkt, wo man bei dem grandiosen EM-Stadion, was wir damals hingestellt haben dort, vorbei ist, dass man dort sich dann schon auf den Wechsel spätestens vorbereitet. Das sind dann noch ungefähr 3 Kilometer bis zur Wechselzone. Und ja, dann geht es ja schon. Ja, also da vielleicht auch etwas rausnehmen, ein bisschen eine höhere Trittfrequenz. Genau, ja. Wenn man dann wieder zur Kreuzung kommt, wo es Richtung Südufer geht und geradeaus quasi weiter zum Seeparkhotel. Da dann spätestens die Schuhe aufmachen und raus, wenn man es am Radl lässt. Und absteigen, aufs Absteigen vorbereiten. Ja. Auflockern, falls die Zehen so ein bisschen taub worden sind, kann man das besser machen, wenn man schon länger aus den Schuhen draußen ist. Ja. Also auch ab dem Stadion da schon drauf vorbereiten und einfach langsam darauf einstellen, dass es dann zum Laufen geht. Genau. Zur Wechselzone brauchen wir, glaube ich, nicht alles noch einmal sagen. Die ist noch immer lang. Schaut sich, wie gesagt, im Vorhinein auch den Weg aus der verkehrten Richtung an, nämlich wenn sie vom Radfahren zum Laufen kommt, wo eure Säcke sind. Gerade bei der hohen Zahl an Startern ist es halt einfach so, dass die Geschichte mit den Sackelständern halt durchaus zum Labyrinth werden kann. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Laufen. Wir haben ein kurzer, wie sagt man, so ein Einstieg, einen Zubringer, Dankeschön. Und dann sind es im Großen und Ganzen 2 Runden, die den Marathon bilden. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, Klagenfurt ist, was die Langdistanz dort betrifft und den Marathon, extrem motivierend zum Laufen. Also die 2 Runden, finde ich, vergehen gut schnell. Da gibt es andere Rennen, wo es wesentlich zacher ist. Ich finde auch, dass das Stimmungsnest quasi mit dem Europapark, dadurch, dass das genau zentral platziert ist und man eigentlich dann 4-mal vorbeikommt und das relativ großflächig ist, ist es auch von der Stimmung her super, dass man eigentlich immer wieder einen Kick kriegt bis zum nächsten Turning Point. Das ist die einzig etwas ruhigeren Passagen, so Richtung Bahndamm, Richtung Grumpendorf oder Retour. Ja, das stimmt. In Grumpendorf selbst ist auch eigentlich okay, da läuft man durchs Bad einmal durch und solche Dinge. Also das ist voll okay. In die Stadt rein, sondern es ist dann auch ein Lokal nach dem anderen. Ja. Also genug. Leider genug Stimmung. Sondermerkmale, die es mal früher gegeben hat, wo man wirklich durch die Badewiese gelaufen ist. Das gibt es leider nicht mehr und leider auch nicht mehr den Turning Point rund um einen Lindwurm, was ich ein bisschen schade finde. Ja. Das waren halt schon so Sachen, die das halt irgendwie auszeichnet haben. Sei es drum. Ja. Ja. Es gibt einen kleinen Anstieg auf der Laufpassage, der ist dort bei dem ehemaligen Fischmarkt, glaube ich, ist das, der da unten in dieser Senke ist. Ach so. Da sieht man immer, dass die Leute gerade mit ihrem Leben abschließen. Das ist eine schöne Geschichte, wenn man zuschaut, ja, nicht so ganz, wenn man mitläuft. Ja, aber sonst ein super Marathon. Das ist ja mehr Unterführung als ein Anstieg. Ja, also. In dem Fall halt dann dort nicht. Ja. was auf jeden Fall eine coole Geschichte ist, ist ja, dass sich das die Ziellinie ja jetzt mit dem, ich glaube, ist das Schlagerfest oder mit irgendwas, das terminlich teilt und jetzt ist ja eben diese große Seefestbühne dort. Das ist cool. Und man läuft jetzt wirklich, also ich glaube, von was die Finishline angeht, ist es, ich sage mal, fast weltweit unvergleichbar. Ja, mit Bühne. Riesenbühne. Es war leider so, 2019 war es ja zum ersten Mal so, dass es angedacht war und dort war dann das Unwetter und dann war die Bühne gesperrt, beziehungsweise man hat auch das Vorbeilaufen dann umleiten müssen aus diversesten Einsturzgründen. Letztes Jahr hat Covid einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat wirklich nur eine provisorische Ziellinie gegeben, ohne irgendwie Bühnen und Ähnlichem, dass man halt versucht, dass man das Crowding halt einfach vermeidet. Dieses Jahr ist Ironman Klagenfurt, wie wir ihn kennen. Und wenn es kein Unwetter gibt, dann glaube ich, wird auch das erste Mal diese Tribüne ausgenutzt. Und dann, glaube ich, ist das eine unvergleichbare Finishline. Ja, das ist sicher eine Erinnerung, die man mit heimnimmt. Ja, zum Laufen selbst ist wie überall 2,5 Kilometer Labestationen. Ja. Das heißt, alle nutzen. Mountain ist die Verpflegung. Ja, da gibt es auch nichts zu bekritteln. Das heißt, nicht nachlassen, auch nicht, wenn die
letzten 5 Kilometer angebrochen sind, Labestation auslassen. Ja. Und dann vielleicht 1 Kilometer vor dem Ziel kollabieren. Ja, also wer schaut drum? Wer schaut drum? Ja. Diese Dinge passieren. Ja. Hört man so. Genau, und es schadet wahrscheinlich auch nicht, dass man sich fürs Zielfoto bei der letzten Labestation noch mal ein bisschen frisch macht. Ja. Styling ist alles. Dann noch Reißverschluss zu. Stirnband richten. Sponsoren präsentieren. Mascara auf. Eins vielleicht noch, was die Labestellen angeht. Es gibt ja doch viele, die auch mit Mountain Gales nicht zurechtkommen und quasi auf die Selbstversorgerstelle angewiesen sind. Es ist das Annehmen von Verpflegung vom Streckenrand natürlich verboten. Deswegen, wer auf Eigenverpflegung angewiesen ist, der muss auch diesen Selbstversorgersack befüllen und in der Früh abgeben oder am Vormittag. Da nagelt es mich dann nicht darauf fest, dass wir da alles beim offiziellen Race Briefing bekannt gegeben. Und dann liegt das dort vor Ort. Und wenn ihr bei dieser Station vorbeilauft oder zu der hin, dann zeigt es einfach auf eure Startnummer und dann wird euch quasi 100 Meter später dieser Selbstversorgersack in die Hand drückt, wo eure Sachen drinnen sind. Beim Platten, wie das funktioniert. Genau, das funktioniert in der Regel wirklich sehr gut. Und dann heißt es, you are an Ironman. Mhm, genau. Ja, so war immer noch ein cooles Rennen in Kärnten. Ja, absolut. Ich denke, dass das Wetter auch wirklich wieder gut mitspielt. Ja. Es deutet noch nichts auf ein richtiges Hitzerennen hin. Also 35 Grad und mehr gab es auch schon. Ja. Es wird sicher nicht kalt. Also das Thema trotzdem auch Salz und Elektrolytversorgung einfach ist. Ja, ein Bekannter hat gemeint, wenn es Salz ausgeht, da am Weg Richtung Innenstadt sind nicht nur Beiseln, dann läuft man halt durch und nimmt sich einen Salzstrahler oder so. Also ich denke, man kann anders und besser vorbereitet ins Rennen gehen und sich vielleicht, wenn man weiß, dass man es braucht bei Hitzerennen, das Salz anders mitnehmen. Da gibt es genug Möglichkeiten. Und ansonsten probiert nichts Neues vor den großen Rennen. Bleibt bei eurem Race-Plan so gut es möglich ist. Und dann wird alles gut. Genau. Generell noch vielleicht Sachen, die den Zeitraum vorm Rennen betreffen. Wie bei allen Hitzerennen, schaut, dass vorm Start richtig viel trinkt. Sollte es aus welchen absurden Gründen auch immer tatsächlich mit Neopren geschwommen werden, dann versucht es wirklich in der Frühshow mit Elektrolytgetränken aufzufüllen. Ihr werdet extrem viel Wasser verlieren in der einen Stunde Schwimmen, auch ohne Neo, aber mit Neo natürlich eklatant mehr. Das ist allein schon in der Zeit, bis ihr überhaupt im Wasser seid, bei Nervosität und Ähnlichem kocht man da richtig aus. Sonst die Tage davor gelten die allgemeinen Regeln. Bereitet die Wechselsäcke vor, legt es euch daheim auf. Wenn irgendwie Regen angesagt sein sollte oder Ähnliches, tut es nur das Notwendige rein, was ihr für die Wechselzone braucht, also sprich Startnummer und Helm. Und ihr könnt alles andere dann am Renntag eigentlich erst reingeben. Ich glaube, das ist einmal das Wesentliche. Ja, die Carbo-Loading-Exzesse könntest du gern auslassen. Also Carbo-Loading oder Füllen der Speicher in den Tagen davor hat bei Langdistanzrennen natürlich noch mehr Sinn, generell Sinn, aber da noch mehr Sinn. Und meine Empfehlung dazu ist eigentlich immer normal essen und zusätzlich an den 3 Tagen davor die Wettkampfnahrung nutzen, das dann auch nehmt. Das heißt, zusätzlich ein Kohlenhydratgetränk herrichten für die 3 Portionen pro Tag. Das ist nebenbei leicht getrunken oder aufgenommen und man braucht den Magen und das System nicht zusätzlich mit Unmengen an Essen belasten. Ich möchte noch eins dazu sagen. Generell diese ganze Thematik mit den Kohlenhydraten, sollte es wirklich ein Hitzerennen sein, bedenkt, der Magen ist da lang nicht so aufnahmefreudig, wie wenn es ein kaltes Rennen ist. Das heißt, es ist einfach das ganze System ist wesentlich mehr gestresst. Fahrt da ein bisschen die Kohlenhydrataufnahme runter und vor allem bitte in Herrgotts Namen passt das Pacing an, nicht auf Laborbedingungen hinfahren und hinlaufen. Das geht immer nach hinten los. Und für all jene, die am Sonntag ihren ersten Ironman machen, wenn es wirklich hohe Temperaturen kriegt, wenn es Neo-Verbot gibt und so weiter, einfach ein bisschen den Druck rausnehmen, die selbst auferlegte Erwartung ein bisschen zurückschrauben und wieder diesen Finish-Gedanken ein bisschen mit einem Sicherheitsgedanken versehen und das durchbringen, weil ein Hitzerennen über, ich sage jetzt einmal 10, 11, 12, 14, vielleicht sogar 16 Stunden hat ganz eigene Gesetze
und da kommt niemand an seine Top-Laborleistungen ran. Und diejenigen, die intelligent mit dem Thema umgehen, die werden dann am Ende belohnt und können wirklich ihre beste Leistung im subjektiven Sinne abrufen. Ja, und die Belohnung für sich selbst an der Finishline ist sicher eine größere. Ja, absolut. Wenn man da die Erwartungshaltung dementsprechend anpasst. Genau, realistische Ziele setzen und dann realistisch anpassen. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt. Es ist angerichtet für ein geiles Rennen, für ein schönes Klagenfurt-Rennen. Für Postkartenwetter wird wahrscheinlich auch gesorgt. Urlaubsfeeling gibt es dort immer. Für diejenigen, die starten, für ein paar Stunden lang nicht. Aber danach umso mehr. Ja. Habt Spaß, gebt Gas und alles Gute. Genau, alles Gute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.